Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, dann wollen wir mal da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Und jetzt mal den Dude hinterher. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Das Artefakt. Wie in Brysons Büro. Weg da, ich kann schießen! Zurück. Garno! Verdammt! Heilige Scheiße. Commander, sehen Sie sich das an. Was haben Sie? Das war nicht Garno, sondern das. Sieht aus, als wäre er schon eine Weile tot. Leviathan kann also Bryson töten lassen, diese Kolonie übernehmen und alle als Marionetten benutzen. Noch irgendwas Brauchbares? Verschlüsselte Daten und ein persönliches Log mit 8 verpassten Anrufen von einer Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin Commander Shepard. Alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich fühle mich komisch, aber in Ordnung. Erkennen Sie diesen Mann? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Jemand hier hat ihn getötet. Jemand hier? Wie ist das möglich? Es tut mir so leid. Können Sie mir irgendwas darüber sagen, was hier passiert ist? Nicht wirklich. Ich erinnere mich, es war kalt. Ich erinnere mich an das Gefühl. Kalt und dunkel. Wenn Dunkel ein Gefühl ist, habe ich genau das gespürt. Dieses Artefakt, wissen Sie, woher es kam? Es kam aus der Mine. Genau, die Zentrale sollte jemanden schicken. Und an mehr kann ich mich kaum erinnern. Cortez, wie ist die Lage? Können Sie das Shuttle herbringen? Positiv. Sehr seltsam. Vor ein paar Minuten sind die Reaper-Streitkräfte einfach abgezogen. Reaper? Was ist ein Reaper? Welches Jahr haben wir Ihrer Meinung nach? 2176. 2176 war vor 10 Jahren. Was? What the fuck? Arrangieren Sie für diese Leute eine Evakuierung in vorübergehende Quarantäne. Diesen Leuten sind die letzten 10 Jahre nicht bewusst. Vieles wird sie schockieren. Leviathan hat wohl die Macht, einen Reaper auszulöschen. Und er kann andere indoktrinieren. Vielleicht ist das Ding ein Reaper. Wenn er ein Reaper ist, will ich wissen, was er vorhat. Wie lange ist er schon da draußen? Und noch wichtiger, warum? Edi, haben Garnos Notizen etwas ergeben? Ja. Garno hat wohl einen Weg gefunden, die Gedankenkontrolle durch das Artefakt zu blockieren. Das Artefakt scheint der Schlüssel zu sein. Sieht so aus. Wenn ich wieder in Brysons Büro gehe, sind Sie dabei. Jawohl, Commander. Ich will wissen, was zum Teufel diese Artefakte wirklich sind und was sie können. Mächtig und gefährlich. Das sind sie. Und eines davon liegt direkt hier, mitten auf der Citadel. Oh wei. Na gut. Dann wollen wir noch mal gleich gucken. Die Reaper sind jetzt abgezogen. Also sprich, wir können jetzt hier scannen, ohne zu provozieren. Tatsache. Das ist schon mal cool. Es sei denn, sie sind noch beim Massenportal.
Das wäre nicht so cool. So, einmal kurz ins System anfliegen. Da haben wir auf jeden Fall... Eins hatten wir ja gefunden. Mussten aber leider abhauen. Scanner starten. So. Den holen wir uns noch Gaudi mit. Ah. Ein paar Kühlkörper. Na gut, na gut, na gut, na gut. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ja, aber es fehlt hier noch irgendwo was. ÜLG-Sprung erfolgreich. Ja, gerade so. Gerade so. Gut. Das Problem ist, wir können da jetzt halt nicht wieder zurückkehren. Wir müssen jetzt erstmal woanders hinreisen. Können wir jetzt nochmal probieren? Hier hatten wir 100%. Hier fehlt ja noch was. Wenigstens probieren. Wir müssen halt immer dieses Hin-Her-Hin-Her-Schlacht machen. Also Scan und Run. Scan and Run. Ich hoffe, ich komme da jetzt noch mit meinem Treibstoff rüber. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das könnte knapp werden. Uiuiuiui. So, das Problem ist, ich weiß halt immer nicht, wo ich schon angefangen habe zu scannen. Das heißt, ich fange jetzt einfach von der Mitte aus an. Ich fange hier hinten an. Und ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Das Problem... Ausweichen erfolgreich. Wir mussten ausweichen. Schaffe ich aber den Weg nicht wieder zurück, ne? Okay, nähern Sie sich dem Treibstoffdepot. Okay, gut, 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 gut. Das heißt, wir fliegen dann, wenn wir keinen Treibstoff mehr haben, automatisch zum Massenportal weiter. Das ist doch schon mal was Schönes. So, jetzt könnten wir es nochmal probieren. Jetzt ist da auch kein Reaper-Zeichen mehr. Dort oben. Das nochmal. Reaper umgangen. Okay, da ist zwar kein Reaper-Zeichen mehr, aber die Reaper sind immer noch da. Gut, dann gehen wir zu Brysons Labor. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Richtung Citadel. So. Anfliegen. Gleich zum Labor. Wir müssen das Artefakt, das Sie hier haben, sofort abschirmen. Mit Ganos Daten sollte ich das ohne Probleme schaffen. Das verdammte Ding war die ganze Zeit hier. Warum sind wir nicht betroffen? Vielleicht ist der beim Artefakt verbrachte Zeitraum der Schlüssel. Nach einer bestimmten Zeit erhält Leviathan eine beeindruckende Fähigkeit zur Gedankenkontrolle. Ich finde das extrem gefährlich. Brysons Assistent wollte mich töten. Vielleicht hat Leviathan ihn kontrolliert, um sich zu schützen und Leute von seiner Spur abzubringen. Mag sein. Das zeigt nur, dass wir noch nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Trotz des Risikos bleibt das Artefakt unsere einzige Verbindung zu Leviathan. Vielleicht finden wir hier im Labor mehr Informationen darüber. In Ordnung. Vielleicht hat Brysons Team etwas entdeckt, das wir übersehen haben. Ich schaue mich um. Gut, dann wollen wir nochmal nach Hinweisen suchen. Energiemissionstest. Artefakt P3X118. Hadley Derrick. Erster Test. Das Artefakt wurde negativ auf Infrarot- und ultravioletten Emissionen getestet. Keine Gamma- oder Röntgenstrahlung gemessen. Nachfolgende Test des Artefakts zeigt keine Reaktion auf verschiedene Stimuli. Interne Messungen bleiben ohne Ergebnis.
keine Fortschritte bei der Bestimmung des Alters. Ich war vermutlich die ganze Nacht hier, nur um herauszufinden, dass dieses Ding vollkommen unwichtig ist. Bin am Schreibtisch eingeschlafen. Schlussfolgerung, das Artefakt ist definitiv intakt und ungefährlich. Ich empfehle es zu Referenzzwecken hier zu behalten. Wir sollten alle in der Nähe bleiben. Auf lange Sicht ist es vielleicht nützlicher als Leviathan. Ich empfehle, die Suche nach Leviathan abzubrechen und produktiveren Studien nachzugehen. Sie haben das Artefakt auf Energieemissionen getestet. Und nichts gefunden. Ich empfehle trotzdem, die Abschirmung aufrechtzuerhalten. Irgendwas Interessantes an der Struktur des Artefakts? Es besteht nicht aus den Standardkomponenten normaler Reaper-Technologie. Sonst nichts Besonderes. Na gut. Aber irgendwas müssen wir doch hier letztes Mal schon übersehen haben. Es ist ja quasi nicht das erste Mal. Was sollen wir übersehen? Hier ist noch was. Edi, an welchem Projekt hat Gano gearbeitet, als er das Artefakt gefunden hat? Basilisk. Haben Sie etwas über Basilisk? Mehrere Schiffe, eine mythische Kreatur und einen seltenen Feind mittleren Grades in dem Videospiel Galaxy of Fantasy. Er verfügt über einen Blickangriff, der synchronisierte Kills auslösen kann. In den Spielerforen gilt er als zu stark. Ich meinte das Projekt, Edi. Oh. Also, nein. Es muss jedoch etwas über das Artefakt zu finden sein. Was ist mit dem Server? Brysons Assistent hat den Büroserver gelöscht und alle Backups zerstört. Wahrscheinlich vor dem Mord an Bryson. Aber laut Aufzeichnungen hat Bryson neue Nachrichten oben auf seinem persönlichen Computer. Einen Blick ist es wert. Ja. Trotzdem will ich nochmal gucken, nicht, dass ich noch was übersehen habe. Na gut, denn. Eine Nachricht von Dr. Brysons Tochter Anne. Laut meinen Informationen hat sie für ihren Vater gearbeitet. Ich bin an der Ausgrabungsstätte im Pylos-Nebel. Projekt Scarabeus ist ein Erfolg. Ich habe noch ein Artefakt, so wie das von Garneau. Ich glaube, es kann das Verhalten beeinflussen. Du musst das in deinem Büro abschirmen. Ich wollte Garneau warnen, komme aber nicht durch. Reaper-Kundschafter nähern sich dem Hauptlager. Ich gehe zur Sekundärausgrabung, um die Forschungsergebnisse zu retten. Anne Bryson wollte Garneau auf der Asteroidenkolonie kontaktieren. Sie scheint etwas über das Artefakt zu wissen. Sie klang besorgt. Völlig zu Recht, wenn Reaper-Truppen im Anmarsch sind. Hoffentlich sind wir vor ihnen bei ihr. Sie sagte, sie sei im Pylos-Nebel beim Projekt Scarabeus. Es gibt in diesem Cluster mehrere Systeme. Ich rufe den Nebel auf der Galaxiekarte auf. Wir könnten auch das Labor nach Hinweisen auf ihre Position durchsuchen. Naja gut, dann gucken wir nach der Position. Machen wir hier nochmal ein bisschen... Die Reaper. Hoffentlich finden wir Anne vor ihnen. Gucken wir nochmal lieber nach Hinweisen. Einsatztruppe Aurora. Aktuelle Reiseanforderung Projekt Basilisk. Teamleiter Gano Alex. Transportmittel MSV Kirkwall. Kirkwall. Projekt Scarabeus. Teamleiter Bryson N. Transportmittel MSV Lazarus. Oder Anne Lagos. Bryson war auf einem Schiff namens Icarus. Können Sie seine Bewegungen verfolgen? Nein, die Reaper stören alle zivilen Kombaken. Aber vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir die Spezifikationen des Schiffs kennen. Aus Icarus mache ich Lazarus, ja, ja. Könnte es sein, dass Projekt Scarabeus etwas mit Element Zero zu tun hat? Unwahrscheinlich. Der Projektausrüstungsschrank ist vielversprechender. Gibt es in Anne Brysons Berufsleben Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Relevantes. Hier sind Spezifikationen für mehrere Schiffe. Wir brauchen die Icarus. Nach welchem Schiff suche ich gleich nochmal? Nach der Icarus.
die Icarus. Und weiter geht's. Das Schiff hat verbesserte Zellen zur elektrostatischen Entladung, die man sie bei langen ULG-Flügen einsetzt. Also sind sie über ein Massenportal zum Pylos-Nebel gesprungen und dann in ein anderes System weitergeflogen? Ja, denn sonst hätten sie ein günstigeres Schiff gechartert. Okay, dann können wir das Portalsystem ausschließen. Mhm. Na gut, gucken wir nochmal. Ich quäl dich einfach nur gerne. Zugangskarte, was die wohl öffnet? Den Ausrüstungsschrank. Den Daten zufolge wurde er zuletzt von Anne Bryson benutzt, um Ausrüstung für das Projekt Scarabeus zu erhalten. Okay, den Ausrüstungsschrank. Wollen doch mal sehen, was Anne Bryson für das Projekt Scarabeus angefordert hat. Keine Atemmasken. Windschutzausrüstung. Basierend auf dem, was Anne Bryson angefordert hat und was nicht, war die Ausgrabungsstätte trocken, aber bewohnbar. Geben Sie mir einen Filter für Systeme mit kompatiblen Planeten. Und sogar nochmal ein Waffenupgrade. Für Sturmgewehr. So, gucken wir nochmal draußen nach. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch irgendwas ist. Vielleicht hier hinten? Hoho! Pistole, Ultraleichtmaterialien. Sehr schön. Stufe 2. Gucken wir nochmal. Oh, da unten ist auch nochmal was. Sekunde. Können Sie das identifizieren, Edi? Es stammt von einer Prä-Raumfahrtkultur, aber davon gibt es im Pylos-Nebel keine. Ja, sieht aus wie ein Reaper. Ja, sonst hier oben haben wir nichts weiter. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts, wo wir jetzt halt nochmal mit interagieren könnten. Na gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt schon haben. Aufgrund der Suchdaten muss es eins von diesen beiden Systemen sein. Den Daten zufolge bleibt nur ein System als Möglichkeit übrig. Gut, holen wir Anne Bryson. Na denn, und... weil wir es konnten. So, zurück zur Normandy. Gleich, losdüsen. Ich weiß jetzt nicht, zählt das jetzt schon als kleinerer Einsatz? Können wir nochmal probieren, uns die Ressourcen da zu holen? Sollten wir vielleicht mal ausprobieren, ne? Vielleicht haben wir auch jetzt gleich getankt. Das wäre natürlich optimal. Weil wir sind ja sowieso an der Zitadelle gewesen. So, das war hier oben. Einmal schnell hin. Und dann gucken wir mal. Das ist halt echt ein Problem. ULG-Sprung erfolgreich. Und das war ganz schön knapp. Nee, es zählte nicht als Mission. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt Ausgrabungsstätte uns besorgen. Ah, Mann. Die Reaper nerven schon so ein bisschen. So. Ich habe etwas gefunden. Ich hoffe, das wird jetzt pausiert und ich kann jetzt in Ruhe scannen. Weil die kommen gerade schon. Jupiter, Abhandlung. Ausweichen erfolgreich. Ja. Sind gerade mal bei 50%, aber wir könnten erstmal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal... Oha. Das Ding ist riesig.
Signal bestätigt. Okay, der Planet hat schon mal was. Okay, da ist noch mal was. Das holen wir uns auch. Strahlungsschild. Mhm. Alles, was irgendwie helfen kann. Aber es ist nur ein Reaper, ne? Hier fehlt noch irgendwo was. Angefunkt. Bin's nicht. Ich hab's gefunden. Oh! Bisschen Treibstoff. Ja, wunderbar. Nehmen wir mit. Und tschüss, Reapy. Reaper umgangen. Auf zum nächsten rüber. Ab und zu haben wir ein bisschen Glück. So, hier wird's jetzt aber ein bisschen schwieriger. Ich habe etwas gefunden. Okay. Okay, hier ist jetzt gerade nichts los. Das muss ich ausnutzen. So schön durchscannen. Gut, nochmal ein bisschen Treibstoff. Okay, sind nur zwei Sachen. Das heißt, das hier hätten wir suchen müssen. Scanner starten. Da ist es. Suche erfolgreich. Auf den Scans sind einige abgeschirmte Habitate sowie eine aktive Energiequelle zu sehen. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Wir haben Anne Brysons Ausgrabungsstätte lokalisiert. Na denn, landen wir mal. So, wen nehmen wir dann jetzt diesmal mit? Komm, ich lass nochmal die beiden Jungs. So, ja, nehmen wir so an. Machen wir wieder die Strahlen kreuzen. So, waffentechnisch, ja, können wir nichts ändern. Möchte ich jetzt auch irgendwie nichts ändern. Wir könnten hier vielleicht nochmal die eine oder andere Pistole vielleicht nochmal ein bisschen stärker machen. Oder die Schrotflinte hier, aber ganz ehrlich, nee, passt schon so. So, hier bei Überlastung können wir jetzt den nächsten Upgrade einsetzen. Das war... So, ich möchte das Aufladetempo erhöhen, damit wir schneller wieder einsetzen können. Bei James, du warst bei der Brandmunition und steckt Feinde durch Explosionen in Brand. Die im Umkreis von 2,5. Ja, das hört sich doch gut an. Machen wir mal. So, und du bist schon mit dem dunklen Knall soweit fertig. Drei Punkte hättest du für... Ja, gut, da hilft mir jetzt die drei Punkte nicht. Würde ich sagen, machen wir... Let's go. Okay. Es gab also einen Angriff auf ein paar Wissenschaftler, stimmt's? Richtig. Edi, können Sie uns mehr sagen? Das ist das Hauptlager einer Reihe von Ausgrabungsstätten, die Dr. Garrett Bryson eingerichtet hat. Die Leitung des Projekts hat seine Tochter Anne. Sie hat vor kurzem ein weiteres Artefakt mit möglichem Bezug zu Leviathan entdeckt. Diese Entdeckung muss die Städte zu einem Ziel gemacht haben. Ja, der Angriff bedeutet, dass die Reaper uns einen Schritt voraus sind. Wir müssen uns beeilen. Und da Brysons Tochter unsere einzige Spur ist, haben wir ein klares Ziel. Cortez? Bislang nichts, Commander. Wenn sie da unten ist, hat sie auf unsere Funksprüche nicht geantwortet. Aber ich empfange seltsame Signale. Moment. Das von ihr entdeckte Artefakt könnte Probleme verursacht haben. Sie sind gefährlich. Okay, bringen Sie uns näher ran. Verstanden. Hier sind Feinde! Bringen Sie uns rein! Commander, auf der Landeplattform! Das ist sie! Achtung, Shuttle! Hier spricht Dr. Anne Bryson! Wir werden angegriffen!
Okay, dann halt. Mehrere Feinde registriert. Bring sie uns rüber. Negativ, zu heiß. Fliege untere Plattform an. Festhalten. Jetzt, los. Springen. Jetzt stecken wir in der Scheiße, Commander. Diese Plattform scheint nicht stabil zu sein. Bewegung. Sie ist irgendwo über uns. Hallo? Ist da jemand? Ich komme runter. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Es ist zu gefährlich. Wir kommen zu Ihnen. Ja, okay. Nehmen Sie den Fahrstuhl auf der anderen Seite. Verstanden. Wir sind unterwegs. Wir probieren's. So. Kann man da eigentlich einfach rüber hopsen? Sieht ja gut aus, aber warum kann ich hier runterrennen? Und hier wieder rauf. Machen wir erstmal hier den Seitenweg hier. Um hier wieder reinzukommen. Ja, okay, es hat nichts. War nichts, ist nichts. Hier entlang. Commander, Sie sind überall hier oben. Können Sie sich irgendwo verstecken? Ich versuch's. Tun Sie das und bleiben Sie dann dort. Okay. Auf jeden Fall haben wir da einen drin. Vorsicht! Scheiße, das war's dann wohl mit einfach und gemütlich. Suchen wir einen anderen Weg. Weiter. Bis jetzt klappt das aber ganz gut. Mit der Brandmunition. Hochgeschwindigkeitslauf. Naja gut, das habe ich jetzt nicht ganz sehen können, weil ich ein bisschen blöd stand. Du bist einfach weggelasert, Kollege. Komme ich da nicht rüber? Jetzt. Das da drüben sieht aus wie eine Brücke. Das sieht nicht so, nur so aus, das dürfte eine sein. Steuerung funktioniert nicht. Jemand muss sie reparieren. Jawohl, Commander. Die Verdrahtung hat versagt. Dauert einen Moment. Gut. Die Brücke ist betriebsbereit. Ziehe sie jetzt hoch. Ah, Scheiße! Wir haben eine Banshee! Na komm, einmal Strahlen kreuzen hier. Und dann passt das. Tot oder nicht tot? Die Brücke ist oben! Ja, mit Bewegung. Der Banshee haben wir einen kurzen Prozess gemacht. Wollt noch mal kurz gucken? Hier entlang. Oi. Ob er das auch auf direkt mein Ziel macht. Kommen wir hier überhaupt hoch? Ja. Da ist der Fahrstuhl. Alles klar. Na, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Anne, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Weg nach oben? Ich öffne die Kapseltür in Ihrer Nähe. Darüber befindet sich ein Zugangspunkt, Commander. Verstanden. Ne, klettern kriegen wir hin. So. So, einmal hops und einmal hops. Feinde vor uns!
Oh, ich sehe ja gar nichts mehr. Der war böse. Achso, jetzt hast du ja schon benutzt. Du willst dich unbedingt haben, wa? Mhm. Alle hops. Alle hops, falls da noch was ist. Na gut, Munition brauche ich jetzt nicht. Oh, Credits. So, hoch hier. Na, auf Leichen zu fressen. Das hört sich nicht gut an. Blockiert. Finden Sie einen anderen Weg. Okay. Machen wir mal lieber so. Das sieht nach einem Weg aus. Ja. Commander, Sie haben meinen Assistenten Hopkins angegriffen. Wir werden umzingelt. Bleiben Sie versteckt, Doktor. Wir versuchen sie, aber es sind zu viele. Beeilen Sie sich. Ich probiere ja gerade mein Bestes. Okay, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Aua. Irrt, dann erstmal Fähigkeiten benutzen. Ablenken. Stört die nicht. Hm, Huskies kommen auch raus, ne denn? Ah, aber sind Sie noch da? Wir haben große Probleme. Hopkins ist verletzt. Plattform kommt runter! Außenrum. Wir gehen außenrum. Gut, dann außenrum. Nein, nein, Boyles! Runter! Oh Gott! Was ist los? Kirkwood und Boyles wollten weglaufen. Die Reaver haben sie erwischt. Berühren Sie sich nicht, bis wir da sind. Wow. Das hätte jetzt böse ins Auge gehen können. Ne, wo ist er? Da. Oh, habe ich schon mal gesagt, dass ich das Partikelgewehr liebe? Es ist optimal. Das will man mehr. Ich sehe den Fahrstuhl! Nichts mehr hin! Ja, wir haben hier nochmal Medigel. Noch ein paar Daten. Und dann. Können wir doch rein hier, oder? Fahrstuhl ist online. Wir kommen rauf. Bitte beeilen Sie sich. Ich glaube, Hopkins ist tot. Er wollte weglaufen. Ich habe ihm abgeraten, aber er wollte den anderen helfen. Wo sind nur alle hin? Es tut mir leid. Sie haben es nicht geschafft. Doktor, Sie müssen mit mir kommen. Oh Gott. Ja, natürlich. Ich war an einer anderen Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Ich kam so schnell wie möglich zurück, aber was geht hier vor? Commander!
Ich bin nicht sicher, aber es könnte etwas mit diesen Bildern zu tun haben. Ist das Leviathan? Ja, wir glauben schon. Er ist alt. Viel älter, als mein Vater dachte. Dort scheinen die Eingeborenen unter seiner Macht zu stehen. Ganz klar ein Reaper. Aber er handelt allein. Anders als alle Reaper, die wir kennen. Doktor, Sie haben doch vor kurzem etwas gefunden. Das Artefakt? Ja, natürlich. Unglaublich. Es ist gleich da vorn. Es klingt seltsam, aber ich glaube, es beeinflusst das Verhalten. Ich hatte bislang nur wenig Zeit zur Untersuchung. Überhaupt nicht seltsam. Haben Sie was gefunden? Nicht viel, aber ich weiß etwas über die Energie, die es erzeugt. Runter! Was machen die da? Sie haben es irgendwie aktiviert. Ich habe noch nie etwas... Doktor? Sie wissen zu viel. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Commander! Ausschalten! Sofort! Sind Sie okay? Cortez, wir haben Anne Bryson. Holen Sie uns raus! Bin unterwegs, Commander. Verstanden. Wenn Sie das Shuttle sehen, laufen Sie los. Nicht zurückschauen. Okay, ja. Und wir sollen Zeit verschaffen. Ja, großes Vieh. Wir schalten sie aus. Okay, mehr sollte ich nicht drauf geben. So, du kümmer dich mal da drüben. Kannibalen, damit es schön knallt. Können sie nicht ins Loch nehmen? Okay. Das tut ein bisschen weh. Okay, Cortez. Hierher! Verstanden, Commander! Shuttle bereit für Evakuierung, Commander! Verstanden! Los, wir gehen! So. Aua! Das tat weh. Noch irgendwas Interessantes hier? Medikit. Daten. Einmal hoch hier. Da ist nichts. Dann raus hier. Commander, glaube schon. Ich bin umgekippt. Leviathan hat sie übernommen, aber wir konnten rechtzeitig die Verbindung kappen. Leviathan selbst? Das ist unglaublich. Die Reaper sind an ihm ebenso interessiert wie wir. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht können Sie uns helfen, den Grund herauszufinden. Aber vorher habe ich... schlechte Nachrichten. Nennen Sie mich Anne. Könnte Leviathan sich von den Reapern losgesagt haben? Nicht in den Orkusnebel zurückgekehrt sein? Ein Deserteur oder ein Überläufer? Ich rufe sofort meinen Vater an. Er muss das wissen. Anne, Sie müssen mir zuhören, okay? Ihr Vater ist tot.
Es tut mir leid. Er ist... was? Tot? Das kann nicht sein. Wir haben ihn getroffen, um herauszufinden, was er wusste. Es gab einen Vorfall. Es gab einen Vorfall? Sie haben nicht als Erste die Kontrolle verloren. Der Assistent Ihres Vaters. Erst war er ganz normal. Und plötzlich schoss er auf Ihren Vater. Ich konnte nichts tun. Ich kann das nicht glauben. Wir müssen herausfinden, was hinter all dem steckt. Und nur Sie können uns helfen. Anne? Ich will sein Büro sehen. Wir arrangieren den Transport und treffen Sie dort. Gut, aber machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.